Hallihallo und herzlich willkommen zu einer Runde PC zusammenbauen. Ich hoffe, man hört mich. Es ist gerade alles ein bisschen experimentell. Ja? Hab da schon die Rückinfo gerade gekriegt, das ist alles top. Und moin Phil, moin Tobi, moin Lexi, wer sonst noch alles da ist. Wir bauen heute einen PC zusammen. Und zwar den von Soloran. Und ich habe hier eine Kamera oben drüber hängen, die jetzt quasi immer ins Gehäuse reinleuchtet, sofern ich es denn so liegen habe. Manchmal muss ich es auch ein bisschen drehen, ein bisschen gucken, allein fürs Kabelmanagement schon. Die Musik. Ach so, Entschuldigung, die Musik. Ich wollte die Musik gar nicht so laut lassen. Ich habe nur vergessen, die Leise zu drehen. Ist alles sehr experimentell und ich habe normalerweise immer das Headset auf. Aber brauche ich jetzt gerade nicht, weil ich ja hier dieses süße kleine Mikro habe. Und es ist sehr ungewohnt, ohne Musik auf den Ohren hier rumzubasteln. Wie fangen wir an? Es ist folgendermaßen. Die Leute, also die selber Computer zusammenbauen, fangen immer anders an. Die einen machen zuerst das Board, die anderen machen zuerst das Netzteil, die anderen machen erst Peripherie. Ich nehme jetzt am Anfang, ich glaube, das Netzteil. Das habe ich bisher immer gemacht. Allein schon, weil du dieses blöde Kabel, da gibt es ein Kabel für die CPU. Das musst du so blöd hinten herlegen. Und deswegen mache ich das immer so. Also, wir fangen jetzt mal an. Dafür muss ich tatsächlich das Gehäuse jetzt schon hochdrehen. Tut mir leid. Aber ihr werdet es ja gleich noch sehen. So, alles klar. Ja, das Gehäuse ist ein MSI Mac. Das war im Angebot für 55 Euro oder so. Es ist ein ganz cooles Gehäuse. So, hier oben gibt es eine magnetische Platte für hier zum Staub runter machen. Da oben kommt ja die Wasserkühlung hinterher rein. Ich hatte auch erst überlegt, die vorne hinzumachen. Aber vorne ist irgendwie, weiß ich nicht. Kann man machen. Aber die Schläuche hängen eh nicht anders. Also von daher völlig wurscht. Dann würde ich sagen, die Seitenwand habe ich schon abgemacht. Das war eine normale Glasseitenwand. Ich mache jetzt noch hier hinten die hintere Wand ab. Und dann gucken wir mal, was da so alles drin steckt, weil da hängt auch noch eine Tüte mit Schrauben und so drin. Okay, was haben wir hier in der Tüte? Schrauben. Und zwar nicht zu knapp. Es ist alles möglich. Es sind Distanzstücke fürs Mainboard drin, Mainboard-Schrauben an sich. Kabelbinder haben wir hier. Von hier oben kommen USB-Anschlüsse. Das ist für den Front-USB. Einmal USB 3.0, einmal der normale. Weiß gar nicht, ob die mittlerweile auch 3.0 haben. Ich schätze mal, dass noch HD-Audio ist. Ja, HD-Audio ist hier dabei. Weiß gar nicht, ob das dann 3.0 ist, der eine hier. Gucken wir mal. Kann auch 3.1 sein. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Später. Hier unten haben wir die Festplattenschächte. Okay, das ist eine Anleitung. Im Festplattenschacht. Die werden wir heute sowieso nicht brauchen, weil wir nur eine M2 verbauen. Wir werden keine normale SSD reinknallen. Hier ist ein Zettel drin. Da wird einem erklärt. Ich halte das mal hier drunter. Wird einem erklärt, wie man die Slotblende hinten drauf macht. Moment. Da. Wow, Träumchen. Also ich kann euch schon mal ganz groß sagen, was hier reinkommt. Es wird ein MSI B550 Tomahawk sein. Passend natürlich zum Gehäuse. Das Gehäuse, also ist eigentlich egal, was für ein Board ihr nehmt, aber es ist ein MSI-Gehäuse und MSI-Board. Das muss nicht so sein, aber ist ganz schön. Ein Corsair 750 Watt CX, eine Western Digital Blue, eine M2 SSD ist das. Ich weiß gerade gar nicht, wie groß die ist. Ich glaube 500 GB. Dann haben wir einen Ryzen 5 3600. Und eine Wasserkühlung von Deepcool, die Gamax L240. Und eine GeForce RTX 2060 Super. Genau. Das ist das, was da reinkommt. Hier oben haben wir schon einen Controller. Ich denke, das wird für die Beleuchtung sein. Ja. Das ist der RGB-Controller. Das müsste sich mit dem Board ja super vertragen, ne? Ist ein Mittelklasse-PC. Wer den ungefähren Wert wissen will, ich glaube 1.200 Euro sein, sowas um den Dreh. Das sollte man auch schon ausgeben, wenn man ein bisschen was haben will, was auch die Zukunft, was zukunftssicher ist. Warum legen die hier oben das Kabel durch? Sind die behindert? Das werdet ihr heute noch öfter hören, dass ich mich aufrege. Ich rege mich meistens über irgendwelche Kleinigkeiten auf, die eigentlich gar nicht der Rede wert sind, aber ich... Das ist der Lüfter, einmal der normale Lüfteranschluss, hier ist die RGB-Steuerung, da geht das hin. Und das hier ist der normale Stromanschluss für aufs Board. Warum legen die den dann nicht mit da oben durch, wenn sie schon so behindert sind? Dann kann ich es direkt aufs Board klemmen. Mit RTX 2060 Super ist Mittelklasse. Danach kommen noch die 2070 Super, 2080, 2080 Ti, 3090, die Radeon RX 6800, 6900 XT, bla bla. Das ist Mittelklasse, tatsächlich.
Ah, hier ist schon wieder an dem Kabel, das zeige ich euch jetzt gleich in meiner kleinen Kamera. Das ist das Tollste. Da kotze ich immer wieder drüber ab, dass die da noch keine andere Lösung gefunden haben. Das sind diese Stecker, wo drauf steht Power Switch, Reset Switch, HDD, LED, Pipapo. Das ist immer so fummelig, die aufs Board zu klemmen, weil jedes Board hat eine andere Anordnung, wie man die da drauf zu machen hat. So, Netzteil. Müssen wir auspacken. Machen wir jetzt auch. Ist ein nicht modulares Netzteil. Modulares Netzteil wäre in dem Fall, dass du die Stecker, die du benötigst, einzeln da reinknallen kannst. Ist immer eine Preisfrage. Das ist im Endeffekt einfach so, dass die Modularen immer ein bisschen mehr kosten und wenn so eins reicht, dann ist alles schön. Ja, sind nur Lexis-Sachen. Wenn ihr irgendwas Komisches seht im Hintergrund, ist Lexis. Diese Drähte, ne, die kennt ihr auch. Das nervt. Das nervt ungemein. Das ist halt der Nachteil, wenn man kein Modulares hat. Das ist halt alles. Das ist so ein Batzenkabel, aber gut. Wir werden sie hier hinten irgendwo reinstopfen. Es wird hinterher ein bisschen chaotisch aussehen, aber Hauptsache, sie liegen nicht vorne drin im Airflow. Lüfter nach unten, weil hier unten haben wir auch noch so eine schöne Filtermatte. Das sieht man jetzt leider nicht so gut. Hier unten ist eine Filtermatte drin. Sollte man bei Gelegenheit dann noch ab und an mal sauber machen. Mal gucken, ne? Hallo. Also falsch rum reinbauen könnt ihr sowieso nicht, weil die Löcher haben bestimmte Abstände. Ich sehe gerade, man kann es falsch rum einbauen. Die Löcher haben hinten Versatz. Man könnte theoretisch den Lüfter auch nach oben drehen und dann erstickt das Teil natürlich. Also darauf achten, wo die Lüftungsschlitze sind und so das Netzteil auch bitte einbauen. Product Placement. Ach, scheiß auf Product Placement. Vor allen Dingen, der Rechner ist ja noch niemals mehr für mich. Wenn ich jetzt Scheiße mache, kriege ich Ärger. Das Ding muss auch noch Versand überstehen, ne? 500 Kilometer Versand. Das wird alles noch interessant, Leute, ich sag's euch. Für alle, die jetzt vielleicht auf YouTube das Video sehen, wundert euch nicht, dass ich hier rumquatsche. Das ist einfach nur die Aufnahme, die ich von Twitch live gestreamt habe. Gibt keinen Chat. Gut, dann gibt's keinen Chat. Also, dann wundern sich die Leute auf YouTube jetzt erst recht, es gibt einen Chat, aber scheiß drauf. Eben hat's funktioniert, ich hab's eben ausprobiert. Hier sind die Stecker. CPU. Das sind die Stromstecker für den Prozessor. Die legen wir grundsätzlich jetzt schon mal hier raus. Dann hier oben durch, weil da ist grundsätzlich der Stecker für die CPU. So, auf dem Board, also das Mainboard, es gibt so, ist jetzt glaube ich keine Norm, aber es gibt so gewisse Regeln und da halten sich die Hersteller dann Gott sei Dank auch dran. Peripherie werden wir auch nicht viel haben, das ist jetzt halt das Ding. Du hast jetzt hier diese ganzen Stecker, die brauchst du eigentlich alle gar nicht, weil sie sowieso keine externen Festplatten oder so hat. Was heißt extern, also im Gehäuse eingebaute. Das hier ist noch ein Stromkabel oben für die RGB-Steuerung. Die da lustigerweise drin ist. Das habe ich überhaupt nicht gelesen. Freut sie sich bestimmt. So, jetzt ist natürlich das Problem, wir wollen ihn jetzt auf die Seite legen, damit ihr auch seht, was mit dem Mainboard passiert. Jetzt haben wir natürlich diesen Kabelkladderadatsch hier. Dann kippelt das halt ein bisschen. Ist ja auch egal. Hier haben wir dieses schöne große Loch, wo wir hinterher auch noch die Wasserkühlung mit durchbauen müssen. Das zeige ich euch gleich dann noch. Wir holen jetzt das Mainboard. Jetzt haben wir es aber. Kabel wieder schön nach oben. Das hier rein. Sehe schon, das wird ein super YouTube-Video. Die Leute schalten in den ersten 10 Minuten sofort ab. Das hier ist übrigens die alte Halterung, wo bei einem normalen Prozessor der Lüfter drauf kommt. Die wird einfach nur hier reingeklemmt, oben und unten an diesen Flügelchen. Die schrauben wir aber gleich ab, weil die Wasserkühlung drauf kommt. Ich hatte in meinem letzten Video angesprochen, dass es keinen Sinn macht, einen Ryzen 2600 mit einer Wasserkühlung zu versorgen, es sei denn eben die Laufruhe, klar. Aber hier kommt jetzt ein 3600 rein. Selbst da würde ich noch sagen, eigentlich Quatsch, aber das Board ist nicht wie in einem anderen Video ein B450, sondern ein B550 und der frisst auch die 5000er Reihe. Und wenn du dann irgendwann auf die Idee kommst aufzurüsten,
und die Karre wird zu warm, weil es dann eben der Stocklüfter ist, dann wird es problematisch. Deswegen kommt jetzt eine Wasserkühlung rein. Ihr hier oben seht das auch, das ist dieser Anschluss für den Prozessor. Das ist ein 8-Pin, der ist immer da oben. Schließen wir jetzt einfach mal an, um zu gucken, wie viel Platz ich vom Kabel her noch habe. Ja doch, die M2 SSD, die knallen wir jetzt da rein. Da kann ich mich auch wieder hinsetzen. Ah, schön, Alter, man muss sitzen. Hier oben ist so eine schöne Kühlplatte drauf. Ihr habt da drei verschiedene Löcher. Das sind die verschiedenen M2 SSDs, die ihr kriegen könnt. Und zwar ist das jetzt eine Western Digital Blue. Und zwar eine 2280. Das ist quasi in der Art die Längenangabe. Die muss hier wirklich, glaube ich, auf den äußersten Steckplatz. Da knallen wir die jetzt auch rein. Frau, ich brauche ein Messer. Dankeschön. Was ist? Ah, ich werde massiert. Nice. Ich kann jetzt hier nicht so rumstöhnen, das ist für YouTube. So, hier haben wir das gute Stück jetzt. Die packen wir jetzt hier vorne auf den Slot. Wir haben sogar hier unten noch einen zweiten Slot, sogar auch mit Kühlung. Das ist gar nicht mal so selbstverständlich. Die meisten sind die zweiten Slots frei. Das Board, das kostet, glaube ich, im Moment 165 Euro. Ihr könnt es googeln, B550 MSI Tomahawk. So, den stecken wir jetzt hier vorne rein. Wichtig ist, die schräg, das seht ihr jetzt, glaube ich, nicht so gut in der Kamera. Aber ihr müsst es... Dann schraubt ihr die fest. Und ich hoffe, da ist jetzt eine M2-Schraube bei, sonst kriege ich nämlich das Kotzen. Normalerweise hast du entweder eine Schraube auf dem Board oder eine Schraube auf der SSD. Das ist so nervig, wenn du die einbauen willst und hast die Schraube nicht. Die sind so selten, die Scheißdinger. Bei eBay gehen die Dinger teilweise pro Schraube gehen die für 10 Euro weg, ne? Weil die so scheiße selten sind. So ein Dreck. Tja, sonst kriegst du so Lore halt keinen PC. Auch egal. Oder leg noch einen 10er drauf für die Scheißschraube. Das ist jetzt richtig kacke. Nicht, dass ich zu früh geschimpft habe. Hier ist noch was drin, aber ich weiß noch nicht was. So, zwei SATA-Kabel. Nice to have. Brauchen wir in dem Fall allerdings nicht. Oh, nice. Korrekt. Ich habe nichts gesagt. MSI, alles cool. Ihr seid gut. Ihr seid die Besten. Wir haben zwei M2-Anschlüsse und es sind drei Schrauben drin. Man sieht es jetzt, glaube ich, nicht so gut. Es sind drei Schrauben dabei. Dann kann ich mir eine mopsen. Ich brauche ja nur eine. Der kann ich sogar zwei mopsen. Gucken wir mal, packe ich hier einen Brief mit dabei. Alter, die sollten mit den Dingern, sollte MSI mal auf eBay gehen, da werden die reich. Dreier-Set, 10 Euro. Boah. So, die Tüte tun wir schon auf die Fensterbank, dann kommt sie auch nicht weg. Wahrscheinlich packen sie drei rein, damit ein Dussel wie ich sie nicht verschlammt. So. Und die M2 ist drauf. Hundertprozentig. Hier ist eine Folie drunter. Ganz wichtig, abziehen. Das ist nämlich das Kühlpad. Das Kühlpad hat auch so eine ganz eklige Konsistenz, es klebt so ein bisschen. Deswegen ist da so eine Folie drauf. So. Das war die Schraube. Und dann so. Schraube drauf. Nice. Ich sehe gerade, wie behindert das aussieht, wenn ich hier so drüber hänge, wie so ein Monkey. Jetzt kommt der Prozessor. Wichtig, es ist jetzt nur bei Intel der Fall. Vertut euch nicht. Also bei Intel ist es genau andersrum. Da sind hier Pinne drauf. Da müsst ihr tierisch aufpassen. Wir bauen jetzt ein AMD ein. Das ist eine etwas andere Nummer. Das ist der Ryzen. Nichts Besonderes, halt ein stinknormaler Prozessor. Hier unten die goldenen Pins. Da gibt es auch noch eine Sache zu beachten. Das zeige ich euch jetzt noch. Also erstmal keine Pinne abzubrechen, das ist das Erste. Das Zweite ist, das Ding hat hier unten, da ist ein Pfeil. Und der Pfeil muss auf jeden Fall in die Richtung, wo auch der Pfeil auf dem Board ist. Und das wäre so. So kommt der da rein. Sitzt der jetzt schon richtig drauf? Lol, er passt. Okay, dann machen wir einfach nur den Hebel runter. Und dann ist das Thema erledigt. So, der Ryzen ist drauf. Und da ich weiß, dass die Wasserkühlung diese Dinger hier nicht haben will, schrauben wir die jetzt auch schon mal ab. Ich weiß, das ist jetzt blöd, dass das Gehäuse mit dem Arsch zu euch steht, aber anders kriege ich gerade keine Kraft auf die Schraube hier drauf. Ich schraube einfach nur vier Schrauben los. Ne? Es ist jetzt nichts Weltbewegendes, was ich hier mache. Bong. Das war die Schraube. Bei der Wasserkühlung waren dann auch so Schrauben mit Abstandssicherung drin. Ja, hier sind sie. Auch sehr nice. Tüte. Haben sie schön draufgeschrieben. AMD. Kann sich nicht vertun. Und wir schrauben jetzt, anstatt die Schrauben von den Brackets, schrauben wir jetzt diese T-Schrauben da rein. Diese doppelseitigen. Damit mir hinten die Platte nicht abfällt vom Mainboard, muss ich nur gucken, welche Seite wo reinkam. Das haben die in der Anleitung geschrieben. Das ist dieses Thema, was ich eben meinte. Ich muss nochmal in die Anleitung gucken.
Remove, das haben wir jetzt gerade gemacht. Kann ich auch nochmal eben in der Kamera hier zeigen. Die möchten jetzt gerne von uns, dass wir die Schrauben und die Brackets rausnehmen. Das haben wir gerade gemacht. Dann will er von mir, dass ich diese Winkel auf diesen Kühlkörper drauf mache. Passend für AMD, das mache ich aber nicht. Das mache ich gleich erst. Und jetzt kommen die Dinger. Die kommen jetzt von vorne wieder drauf. Und das machen wir jetzt. Ich habe die falsche Seite reingeschraubt. Die haben tatsächlich ein dickeres Gewinde. Ihr seht es jetzt wahrscheinlich nicht richtig. Moment, ich gehe mal ein Stück nach vorne. Diese Schraube hat zwei verschiedene Gewindestärken. Die eine ist ein bisschen dicker und die Seite muss auch hier rein. Das heißt, ihr könnt die schon mal nicht falsch rum reinschrauben. Jetzt haben wir die Schrauben jetzt auch schon drin. Wasserkühlung. Packen wir jetzt mal hier oben drunter. Und dann schrauben wir so von oben fest. Deswegen kann ich das Gehäuse jetzt leider wieder nicht hinlegen. Tut mir leid für euch, aber ich mache ja nichts Besonderes. Hier oben sind halt Löcher drin, beziehungsweise diese Schlitze. Und dann gehe ich gleich her und schraube das fest. Ne? Aber war doch gut, dass ich das Board zuerst eingebaut habe. Jetzt weiß ich nämlich, wie viel Platz ich habe. Manchmal wünsche ich mir einen dritten Arm. Jetzt haben wir das schon mal drin. Jetzt knallen wir jetzt von unten noch die Lüfter rein. Sollen wir das jetzt schon machen? Ja, ne? Die Lüfter haben auch wieder zwei Anschlüsse. Die haben sogar, also eine Verlängerung. Das ist für die RGB-Steuerung. Und ich bin in der Hoffnung, dass vielleicht die RGB-Steuerung hinten auf dem Gehäuse das vielleicht sogar übernimmt. Ansonsten stecke ich es gleich einfach aufs Board. So, jetzt müssen wir natürlich darauf achten, wo die Dinger hinblasen. Normalerweise ist es so, da wo das Logo steht, zieht er. Er dreht sich so. Und wir wollen natürlich, dass die warme Luft nach oben wegsteigt. Deswegen bauen wir den jetzt so darunter. Und da hinten haben wir sogar passend ein Loch für das Kabel. Das ist natürlich praktisch. Jetzt legen wir hier oben schön das Kabel durch. Das Coole ist, ihr seht das jetzt in der Kamera, ne? Wie das Kabel jetzt gleich da, glaube ich, rauskommt. Ja, jetzt ziehe ich das hier oben schön durch und dann schraube ich oben den Lüfter nicht fest. Es ist so zum Kotzen. Warum? Warum? Hinten wird es passen. So, Laura, kannst du auch mit einem Lüfter leben? Erstmal? Bestimmt, oder? Ich habe hier oben das Problem, was ich eben am Anfang schon angesprochen habe. Der Kühlkörper von den Spannungswandlern auf dem Mainboard ist dazwischen. Ich kann den einen Lüfter nicht anbringen. Aber ich mache es anders. Wir bauen die Wasserkühlung jetzt vorne ein. Dann haben wir oben kein Problem, was den Platz angeht. Müssen wir halt nur die komplette Front gleich einmal abmachen und hoffen, dass da nicht zu viele Kabel dran hängen, weil ich natürlich von vorne das verschrauben muss. Und dann zieht er sich halt die Luft von vorne. Ich hoffe, das passt hier. Hier haben sie extra nochmal so einen Schacht gelassen. Das seht ihr jetzt so schlecht. Macht euch ein Bier auf, holt euch eine Tüte Chips, feuert mich an. Ah, Scheißding. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich über unbestimmte Zeit. Wir haben echt schon 21 Uhr, ne? Krass. Jetzt haben wir hier die Wasserkühlung. Können wir natürlich gucken, dass wir die so hier reinbauen. Ja, das wird funktionieren. Ja, so. So kommt sie da rein. Genau. Und dann schrauben wir sie jetzt von vorne fest. Dann muss ich jetzt aber erst die Front abnehmen. Ah, das ist jetzt auch wieder hier so ein Akt. Die sind meistens mit so Nasen festgemacht, mit so Klemmnasen. Die muss man dann zusammendrücken und dann drückt man die nach vorne raus. Problem ist halt diese Kabellage, die noch mit dran hängt. Zack, ab ist es. Ihr habt dann hier noch so Kabellage oben von Front-USB und hier in dem Fall ist es sogar noch die RGB-Leiste, die noch schräg runter geht. Die werdet ihr auch gleich noch sehen. Ich hoffe nur, dass die Wasserkühlung nicht gluckert, ne? Das ist jetzt so eine Sache. Ich habe sie noch nicht hochkant eingebaut, aber Tobi sagt, er hat das auch so. Dann vertraue ich ihm mal. Ungerne, aber ich vertraue ihm. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Geh da rein, du Sau. Wasserkühlung ist drin. Jetzt halt noch die Lüfter, ne? Jetzt seht ihr aber wenigstens, wenn ich die Lüfter hier vorne reinklatsche. Ich werde die jetzt einbauen, so wie ich denke, wie es richtig ist. Sollte das nicht richtig sein, wenn ich den gleich starte, schraube ich die vier Schrauben eben wieder los und baue sie andersrum ein. Das ist jetzt nicht das Problem. Angebracht werden, sollen die nach oben rausblasen. Werden sie in der Front oder unten angebracht, sollen sie ziehen. Das hat den ganz normalen Kamineffekt. Du hast ja kalte Luft, wird von unten angesaugt, steigt durch die Wärme nach oben, wird oben abgegeben. Hier wollen wir, dass er die Luft reinzieht, während die oben soll er sie rausblasen. Du kannst natürlich auch hergehen und alle rausblasen lassen. Der holt sich die Luft schon irgendwo, aber sobald sie alle reinpusten, dann wird's eng. Also dann wird's irgendwann echt eng. Hier haben wir auch so schön lange Schrauben. Zeig ich mal kurz in die Kamera. Die sind gut dafür gedacht. Wisst ihr, wann es spätestens ärgerlich wird? Wenn ihr jetzt so eine Wasserkühlung drin habt, alles verbaut und dann nehmt ihr in die Grafikkarte. Und es gibt Grafikkarten, die haben Längen um die 340 mm. Die knallt ihr dann da rein und dann passt die nicht, weil die hier vorne an den Lüfter stößt. Das ist toll. Das macht unglaublich viel Spaß, sowas. Nash, bei mir sind die Lüfter zwischen Radiator und Frontgehäuseabdeckung. Ja, da hatte ich eben drüber nachgedacht. Ich zeige dir gleich den Grund, warum es nicht geht. Aber das wird allein schon vom Gewinde nicht hinhauen. Mal ganz davon ab, sieht man die dann nicht mehr. Ist auch schade, ne? Ein RGB-Lüfter. Ich zeig dir jetzt, warum. Siehst du diese Leiste? Ich dreh das mal so ein bisschen. Die Leiste ist so dick wie diese Wand. Das ist die RGB-Leiste, die vorne das Design vom Gehäuse bestimmt. Und die würde dagegen drücken. Die steht fast genauso weit vor wie die Seitenwände. Beten wir, dass die Kabel lang genug sind. Das Kabel kann ich sogar hier oben durchziehen, das ist ganz nice. Das mache ich gleich.
schraube ich jetzt erstmal drauf. Also der 3600 hat eine TDP von, glaube ich, 95 Watt. Und 95 Watt ist ein 240er Radiator einfach nichts. Wenn du jetzt natürlich einen Ryzen 5000 da reinknallst, dann wird es irgendwann wird's wahrscheinlich muckelig in der Bude. Aber viele kühlen selbst einen 5000er Ryzen noch mit Luft und das ist alles in einem Gehäuse. Das ist dann auch egal. Ey, ich schwöre, ich passe die Grafikkarte gleich nicht da rein. Ne? Schmeiß das Ding auf ein Fenster. Nie mal wiedersehen. Dann haben wir auch das Gröbste schon tatsächlich geschafft. Die Flüssigkeit, die da drin ist, ist nicht leitfähig. Selbst wenn die ausläuft und aufs Mainboard spritzt oder sonst irgendwas macht, passiert gar nichts. Nur damit ihr jetzt mal den Step verfolgen könnt, was wir jetzt gerade getan haben. Wir drehen jetzt die Kamera ein bisschen ein und machen mal diesen hier. Hier vorne sieht man das jetzt. Hier ist der Radiator. Das ist diese Leiste. Da sind auch die Lamellen drin. Hier vorne haben wir die beiden Lüfter jetzt eingeschraubt. Das Teil kommt gleich hier vorne auf den Prozessor. Dann kommen hier noch die RAM-Speicher rein. Und die Grafikkarte. Und dann haben wir es eigentlich schon fast. Dann müssen wir noch alles verkabeln mit dem Netzteil, aber jetzt seht ihr schon mal was, ne? Das ist der Kühler. Anstatt der Lüfter kommt dann dieser Kühler da rein, ne? Wenn wir fertig sind mit Bauen, dann wirst du auch gleich mal sehen, wie das alles schön leuchtet und auch funktioniert. Jetzt geht's weiter im Programm. Jetzt muss ich nochmal gucken wegen den Einbaurahmen, wie das jetzt nochmal genau war. Das Teil bauen wir gleich so rein. Das heißt, die Flügelchen müssen so rausgucken. Ist da eigentlich Wärmeleitpaste drauf? Nee, aber ein wunderschön kupferner... Kupferne Spiegel, blanke Fläche, wo ich gleich schön mit meinen Patschehändchen drauf krabbeln kann. Wow! Ich brauche Hilfe. Halt den mal bitte so. Was passiert, wenn Nash eine dritte Hand braucht? Ja. Was? Danke. Bitte. Wir drehen das Gehäuse jetzt mal noch ein bisschen ein, dann seht ihr zumindest ein bisschen was davon. Ich hoffe, ich kann jetzt so auch arbeiten. Jetzt sind hier oben die vier Schraubenköpfe, die wir schon vorher reingedreht haben. Und dann wird der da drauf gesetzt. Und dann kommen diese Überwurfmuttern da drüber. Diese silbernen hier. Ich hoffe, da. Aber vorher machen wir Wärmeleitpaste drauf. Das sind die MX4. Könnt ihr mal googeln. Normalerweise müsste ich den jetzt sogar dafür hinlegen. Tschüss. Hier ist der Prozessor. Packen wir da schön Wärmeleitpaste drauf. Nicht zu viel, ist immer ganz wichtig, sonst gibt es nur Sauerei. Das ist nicht sonderlich schlimm, nur es ist ärgerlich, wenn diese Wärmeleitpaste irgendwann in diese Löcher reinkommt, wo der Prozessor eigentlich reingehört, und dann alles vollsaut und das kriegt ihr nie wieder sauber, ich schwör's euch. Dann könnt's Kontaktprobleme geben. Du kannst auch ein Kreuz malen. Oder derjenige, der das mal irgendwann nachmachen will, kann auch ein Kreuz malen. Das war sogar jetzt schon ein bisschen viel, was ich drauf gemacht habe, aber es geht. Diese Kabel hier sind übrigens für die Pumpe, also für die Lüftersteuerung in dem Sinne und für RGB-Beleuchtung. So. Kann es natürlich sein, dass die Schrauben nicht packen, weil das... Ah, doch, tun sie. Gut. Ich hatte gerade ein bisschen Bedenken, dass hinten die Backplate nach unten gerutscht ist und ich deswegen mit der Überwurfmutter da nicht da dran komme. Was ich persönlich auch wichtig finde, ich weiß nicht, ob es einen Effekt hat, aber ich schraube die Schrauben zum Beispiel dann, wenn ich sie festmache, über Kreuz, damit die Wärmeleitpaste sich nicht irgendwie nach links oder rechts drückt. Ich weiß nicht, ob das nur Einbildung ist, aber ich habe das ganz gerne so. So, Wasserkühlung ist drauf. Hand festziehen und der Schraubendreher. Ich drehe sie jetzt auch noch nicht ganz fest, sondern gleich erst. GG! Jo! Alles klar. Wir haben es geschafft. Wir haben die Wasserkühlung fast fertig montiert. So, der ist fest. Der war sowieso fest. Der hier konnte, glaube ich, noch ein bisschen. Ja. Und der hier. Wunderbar. Hier, das ist immer so schön satisfying, kennt ihr das? Wenn er jetzt gerade mal liegt, können wir auch den RAM-Speicher einbauen. Es ist bei den neueren Mainboards, und das hier ist ein neueres Mainboard, ist es so, dass wenn ihr zwei RAM-Riegel habt, dass die auf den zweiten und den vierten Slot kommen. Früher war es so, da kamen die auf den ersten und den dritten. Es gibt auch noch heute Boards, glaube ich, die haben das so. Macht bitte nicht den Fehler und macht sie in den ersten und zweiten, das ist nicht schlimm.
Dann habt ihr aber keinen Dual-Channel. Dual-Channel ist, was Geschwindigkeit angeht, wichtig. Wir haben hier die Crucial Ballistics. Die sind preis-leistungstechnisch ganz okay. Es gibt bessere Marken natürlich, zum Beispiel Corsair oder so, aber das muss jeder für sich entscheiden. Ich habe gute Erfahrungen mit denen gemacht. DDR4 3200, das ist ungefähr das, was der unterstützt. Ich glaube, der unterstützt 2933 oder 3200. Ich meine aber 3200 sogar in der Taktung. Was auch noch wichtig zu beachten ist, die Linie hier unten ist etwas kürzer als die obere. Und hier ist ein Zwischensteg. Dasselbe gilt für den RAM. Der hat hier unten eine kurze Seite und hier oben eine lange Seite. Also ihr könnt sie nicht falsch rum reinbauen. Das ist nur wichtig zu beachten. Nicht, dass ihr dann irgendwo auf die Idee kommt, ihr drückt und drückt und drückt und es passiert nichts. Da könnt ihr viel mit kaputt machen. So, wir setzen hier an. Unten. Hier oben, das ist die einzig bewegbare Bügelklemme. Die unten lassen sich nicht bewegen. Dann setzen wir hier unten an. Drücken den da schon mal. Na komm. Zum Teil rein und dann oben. Oh, ich hasse es, wenn der zickt, ne? So. Und dann geht es nur noch klack und dann ist er drin. Die Klemme von hier oben, die geht von ganz alleine zu. Und ich habe es in den falschen Slot gesteckt, ich muss ihn in den zweiten stecken. Aber jetzt habt ihr es immerhin mal gesehen. Auch wenn ihr mal irgendwann RAM aufrüsten wollt, achtet einfach auf die Taktrate. Gebt den Prozessor bei Google ein, den ihr habt. Gebt dazu rein das Wort Taktrate und dann wisst ihr direkt, welchen Takt der ab kann. Ihr könnt, also der ist abwärtskompatibel, ihr könnt auch besseren RAM holen, aber es bringt halt nichts, es ist nur teurer. Haben wir eigentlich alles soweit drin, bis auf die Grafikkarte. Jetzt noch an die Verkabelung. Das könnten wir eigentlich noch schön hinten durchlegen. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn da eins mal in der Gegend rumbaumelt. Dann haben wir hier das Kabel. Und dann holen wir uns noch von den Lüftern jetzt die Kabel. Das ist das von den Lüftern. Jetzt habe ich hier das von der Wasserkühlung. Und jetzt kommt das noch von dem anderen Lüfter. Da muss ich mal eben grabbeln, welche das sind. Das sind die beiden hier. Jetzt guckt euch mal den Stoß an. Guckt euch das an. Für eine scheiß Wasserkühlung. Das ist wie bei Watch Dogs, die Rätsel. Vertust du dich, macht's bumm. Das ist für den Arsch. Ich leg mir jetzt den Zettel hier hin. Mein Gott, was ist das eine Scheiße? Da muss noch irgendwo ein T-Kabel drin gewesen sein. Ach, hier. Ja, Verkabelung kann ich jetzt euch nicht viel zu sagen. Ich muss jetzt hier halt selber auf den Zettel gucken. Kann sich nur um Stunden handeln. Was habe ich mir dabei gedacht, so Lora eine Wasserkühlung zu verkaufen? So, T-Stück haben wir fertig. Ihr habt ja Zeit, ne? So, und jetzt haben wir hier, das ist auch nochmal ganz wichtig, das muss ich euch noch sagen. Ihr seht jetzt zwar nicht viel, aber hier haben wir einen Stecker, der hat 4 Pinne. Da ist eine 12-Volt-Schiene und RGB. Beziehungsweise Ground und R und B, keine Ahnung, was es genau heißt. Bei einem Board ist das genauso bezeichnet. Ihr könnt es aber falsch rum raufstecken, das ist das Problem. Steckt ihr es falsch rum raus drauf, könnt ihr Pech haben, die Lüfter gehen kaputt. Oder die Steuerung für RGB oder sonst irgendwas. Deswegen achtet drauf, da wo 12 Volt steht, auch auf dem Board draufstecken. Da sind einfach nur 4 Pins, die gucken raus und da stecken wir die jetzt auch rein. Guckt euch den Scheiß an hier. Das ist auch noch wichtig, da kommen wir aber später zu, das ist der Anschluss für den Power-Button und so weiter. Hier unten sind ganz viele Pinne. Da sind unter anderem auch die Pinne dafür da, für Power an, aus, HDD, LED. Also wenn die Festplatte was tut, dass er dann blinkt und solche Geschichten. Und hier unten in der Ecke, da sind die Pinne für den RGB-Anschluss. In dem Fall. Bei Lexisport sind die hier oben. Das ist immer ein bisschen, ne? JRGB 1 plus 12 Volt plus 12 Volt. Da kommt das jetzt dran. Über die Lampe haben wir uns gerade beömmelt. Also hier? Ja, ja. Ihr habt hier oben USB 3.0, zweimal USB 2.0, die Front-Audio-Buchsen und Mikrofon-Buchsen, die wollen ja auch alle. Der Profi leuchtet im Innenraum genauso aus wie... Was soll ich machen? Ich habe gerade nichts anderes zur Hand. Ist auch scheißegal, wie gesagt, das nächste Mal kommt dann ein Strahler hinten in die Ecke und dann seht ihr auch genug. Es tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen dunkler ist. Ich hatte auch eigentlich geplant, den im Liegen aufzubauen, deswegen ist ja die Kamera hier oben. Geh da rein, du Sau! Das sieht so aus, als würde ich mit dem hier schmusen. Das tue ich aber nicht. Ich will nur dieses fette Kabel reinstecken. Also das muss ich euch jetzt wirklich nicht zeigen. Das Kabel passt nur an eine Stelle. Das gibt es nur einmal im ganzen System. Hier haben wir USB 3.0 Front. Ist blau. Hat auch normalerweise einen blauen Stecker vorne auf dem Mainboard. In dem Fall natürlich wieder nicht. Er ist schwarz und unten. Aber der passt auch nur einmal. Und die gibt es auch nur einmal im ganzen System. Es gibt da draußen natürlich Gehäuse, die haben... zwei davon, aber selbst da könnt ihr euch dann nicht vertun, dann steckt ihr halt einfach in den zweiten anstatt in den ersten. Ey, wie stellen die sich das vor, wie man den Winkel hier legt? Da mache ich das ganze Kabel kaputt. Ihr seid so doof manchmal hier, ey. Also nicht die Zuschauer, sondern... Ich lege das hier an der Seite rein. Das war jetzt USB. USB, also der normale USB. Dass es sowas überhaupt noch gibt, anstatt dass die einfach zweimal USB 3.0 da reinklatschen. Nein, wir müssen nochmal USB 2.0 nehmen. Das Coole ist, bei diesen USB-Steckern und so weiter, die könnt ihr auch nicht falsch rum drauf bauen. Weil die immer einen blinden Stecker haben und dann könnt ihr das Kabel nicht verdrehen. Also ihr könnt es schon verdrehen, aber dann passt halt nicht mehr drauf, ne? Auch blöd. Was haben wir hier? HD Audio. Oh, Audio ist wieder am Arsch der Heide. Über dem Netzteil, Alter. Wer denkt sich denn so weit aus? Zack, ist auch drauf.
Jetzt kommt diese tricky Nummer hier, was ich eben gesagt habe, mit diesen einzelnen Fummelkabeln hier. Jetzt habt ihr hier folgende Geschichte, das erkläre ich euch mal eben. Dann war hier diese Liste. Und der Stecker, wie er hier zu sehen ist, der ist auch so auf dem Mainboard drauf. Und dann seht ihr genau, welcher Stecker wo drauf kommt. Power Switch und Reset Switch, ob ihr da Plus oder Minus und Plus vertauscht, ist egal. Der stellt nur den Kontakt her, dann weiß das Mainboard, okay. Bei der LED muss man schon drauf achten, ob Plus oder Minus. Entweder sagen einem das die Kabelfarben oder steht eben auf dem Stecker drauf. So, Power Switch gehört da oben hin. HDD, LED und Power LED. Ja, ist das jetzt so wichtig? Ich meine, ich kann sie natürlich anschließen, aber ich weiß, bei Lexi zum Beispiel, die sagte dann einen Tag später, ich will das nicht mehr, das blinkt mir zu viel. Da könnte ich zu diesem Typen werden hier aus dem Fernseher, der dem Stein eine Kopfnuss geben wollte. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Gut, jetzt haben wir das auch angeschlossen. Fehlt noch was? Ah, da ist der Pin, den ich gesucht habe. Prima. Das ist für die RGB-Steuerung. Steck mal jetzt da drauf. Das wäre jetzt die Mini-Verkabelung. Das ist prima, dass das jetzt auch schon fertig ist. Das ist ein normaler SATA-Anschluss. Reichen noch mal in die kleine Kamera. Normaler SATA-Anschluss, wo auch Festplatten mit festgeklemmt werden. Da wird jetzt einfach so ein Kabel vom Netzteil kommend, da dran geklemmt. Das kann man auch nicht falsch machen. Das hat nämlich so einen L-Abdruck. Den kann ich jetzt allerdings... Ja, vielleicht erkennt man es. Man erkennt das nicht wirklich, ne? Auf jeden Fall hat er so einen L-Abdruck da drin. Das könnt ihr auch nicht falsch rum anstecken. Da stecken wir es einfach dran, dann ist es fertig. Das ist für die Steuerung hier oben von der RGB-Geschichte. Führen wir noch die Kabel vorne durch für die Grafikkarte und dann sind wir durch. Haben wir zufällig zwei davon? Wir haben tatsächlich zwei davon. Boah, ich weiß echt nicht, wohin jetzt noch mit den ganzen Kabeln, ne? Jetzt haben wir hier noch einmal SATA. Boah, wie viele Kabel dieses Netzteil hat. Es sieht jetzt nicht schön aus, aber es erfüllt seinen Zweck und bei mir sehen die Gehäuse leider immer so aus. Jetzt kommt die Seitenwand. Das wird jetzt wieder ein Abenteuer. So, jetzt schrauben wir die ganze Schose hier wieder fest. So, da unten war es nämlich nicht richtig dran. Ich drücke jetzt vorne, du drückst hinten. Ja. Okay. Jetzt steht hier die Kiste. Wir zoomen mal wieder ein bisschen dran. Jetzt haben wir hier noch die Kabel übrig von der Grafikkarte. Hier hinten hat man diese geriffelten Bleche. Die kann man rausknipsen oder so rausbiegen. Jetzt muss man schauen, damit man nicht die falschen erwischt, ungefähr ganz grob schon mal auf den PCI Express Slot gehen und gucken, welche beiden Bleche das sind. Das sind jetzt nicht die obersten beiden, sondern der zweite und der dritte. Der oberste bleibt drin. Sonst habt ihr da hinten ein Gehäuse und ein Loch und das sieht halt doof aus. Biegen wir jetzt raus. Hier haben wir ein so ein Blech. Und jetzt packen wir die Grafikkarte da rein. Wichtig auch bei der Grafikkarte, muss ich auch noch dazu sagen, die hat hinten so einen kleinen Hebel. Wenn ihr die da reinsteckt, macht den Hebel zu, wenn er nicht von alleine zugeht. Ja, dann schrauben wir nur noch die Grafikkarte fest. Weh, ich habe jetzt die falsche Schraube genommen. Ich habe die falsche Schraube genommen. Mann, auch die falsche Schraube. Was habe ich denn da für Schrauben? Und die ballern wir auch schön fest, weil das Ding hat noch ein paar Kilometer vor sich. Was sind hier für Arschlochschrauben, Mann? So, jetzt können wir noch die Blende da drauf. Guck, da hätte ich sogar durch die Blende schrauben können. Jetzt haben wir hier noch die Cables. Oh, ich hätte gar nicht zwei Kabel durchziehen müssen. Egal, nehme ich nur eins. Dann verschwindet das Kabel jetzt einfach da unten in der Pampa, da wo auch alle anderen sind. So, jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Sollen wir vorher die Glasscheibe drauf machen, dass ich mich gleich ärgere und diese wieder aufmachen darf, wenn irgendwas nicht passt? Ja, soll ich sie drauf machen? Ich gehe sie mal eben holen. Die Folie, die ist beidseitig jetzt mit Folie beklebt, ja? Die lasse ich drauf. Ja, nicht, dass ihr jetzt denkt, die ist aber schmutzig oder schlierig. Nein, da ist die Folie drauf. Soll ich die für den Transport einfach drauf lassen? Wobei ich das jetzt ultra satisfying finden würde, wenn ich sie abziehen könnte. Aber ich lasse sie drauf. Freunde der Nacht. Die Stunde hat geschlagen. Ich gehe da mal einstöpseln, ne? Und jetzt darf Frau den Anschalter drücken. Wenn er jetzt, warte einen Moment, wenn der in die Luft fliegt, ist Frau schuld. Ich würde sagen, hat geklappt, ne? So, jetzt machen wir das Ringlicht aus. Ja, ich denke, ich glaube, damit können wir arbeiten, oder? Es ist jetzt, wie gesagt, die Folie noch drauf. Das kommt jetzt ein bisschen milchig rüber. Es ist eigentlich sehr, es sieht sehr gut aus. Doch, muss ich wirklich sagen. Und wenn die Folie ab ist, dann sieht es also wirklich klarer aus. Ich ziehe jetzt das Kabel nochmal hinten rum, damit ihr mal die Front seht. Ja, man sieht jetzt natürlich, top, hast du gut gemacht, danke. Hier oben läuft es runter, hier läuft es runter.
Ja, man sieht meine Hand jetzt auch kaum, ne? Doch, man sieht die. Man kann die Farbe einstellen. Die haben verschiedene Programme für das MSI Tomahawk, weil das Gehäuse ist ja passend zum Mainboard. Und du kannst das auch komplett statisch in grün beleuchten oder RGB, wirklich wie so ein Regenbogendurchlauf oder wie auch immer du es gerne haben möchtest. Das ist jetzt der Standard. Kein Betriebssystem ohne Treiber, das ist einfach die Standard-Config. Und ich würde sagen, ist ganz gut gelungen. MSI Tower, ja, das ist der MSI Mac. Schlag mich tot, keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht. Ich könnte jetzt nachgucken, aber ich werde morgen dann Windows installieren. Und natürlich die grundsätzlichen Sachen EA Origin, Uplay, also Ubisoft Connect, früher hieß das Uplay Steam, Firefox, Chrome, was auch immer der Kollege da haben möchte. Windows 10 Professional kommt da drauf, 64 Bit. Und. Oh, sie hat einen Applaus gespielt, dankeschön. Ich mache das alles soweit fertig und dann könnt ihr mir auch zukommen lassen, was ich noch installieren soll. Ich denke mal PDF-Leser und OpenOffice und solche Geschichten. Das mache ich ja alles schon vorher fertig für die Leute. Die können direkt durchstarten. Discord oder was auch immer gerne hier benötigt wird. Wir können jetzt leider keine Temperaturen oder ähnliches auslesen. Aber wenn ich dann Windows installiert habe, werde ich das machen können. Dann würde ich sagen, war's das, ne? Wir sprechen uns dann jetzt die Tage und ich werde jetzt versuchen, nächste Woche. Ich denke mal Montag oder Dienstag wird es weitergehen mit Watch Dogs. Wir sind ja noch nicht ganz durch. Ich schätze, das wird so 17, 18 Uhr sein. Ich habe Frühschicht bis 14 Uhr dann immer. Dann ruhe ich mich erst ein bisschen aus. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Das war eine Runde PC zusammenbauen. Für die Leute auf YouTube, lasst gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben, wie auch immer. Und würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Entweder nächstes Wochenende bei mir auf meinem YouTube-Kanal, PC-Check. Oder eben unter der Woche bei Twitch. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.